So, meine lieben Leute, meine lieben Mitmenschen, jetzt habe ich hier den 4013 aufgebaut. Hier ist der, wo ich die Schublade kontrollieren konnte. Aber mir ging es jetzt darum, habt ihr das gesehen? Ich tippe jetzt auf die 5 und jetzt tippe ich auf die 6. Natürlich ist das so nicht richtig, sondern die muss jetzt entweder an Plus oder Minus 10 Kiloohm und dann muss das, wenn ein Plus ist, geerdet werden. Ja, ganz einfach. Dann habe ich nämlich, wenn ich jetzt hier das Ereignis habe, bleibt das an. Das ist jetzt, ja, seht ihr das? Hier kann ich also eindeutig einen Kontakt einschalten und den anderen Kontakt ausschalten. So, die 2 ist dann negiert. Wenn wir mal einfach mal auf die 2 gehen, müsste die Lampe jetzt hier an sein. Seht ihr das? So, jetzt müsste ich hier das rauskriegen. Hier passiert jetzt gar nichts. Dann passiert jetzt gar nichts. Nee, dann war das nicht gut. Dann nehmen wir Kontakt 1. Haben wir zumindest das Ereignis. Hey, jetzt macht er, was er will. Wenn wir jetzt mal sehen. Jetzt macht er. Sollen das jetzt hier? Keine Ahnung, warum die Schaltung jetzt hier sich querstellt. Nicht. Ja, das hat am Anfang so gut funktioniert. Machen wir mal die Spannung einfach nochmal raus. An. Ach so, durch das Rumfummeln habe ich wahrscheinlich hier, weil ja alles mindestens vier Schalteingänge sind. Ja, Clock habe ich. Das ist die 3, 5 und 6. 4013, 10-MOS-Schaltkreis, ja. Aber 5 und 6 kann ich schalten, wie es aussieht. Und dabei 5 schalte ich ein. Jetzt will er nie aus. Ja. Das Potenzial hängt auch durch mich immer noch in der Luft. Und deswegen, auf alle Fälle, wenn jetzt hier auf die 5 kommt, dann schaltet er ein. Ja, und ich denke mal, nee, das mache ich nicht, dann mache ich nachher den Eingang kaputt. Direkt auf Masse legen. Ja. Aber das ist jetzt ja 14.13. Wollen wir damit Schluss machen. Der 10-MOS-Schaltkreis 14.13 mit Mario.